Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge LS22. Neue Minibrunnen auf eine neue Minibrunnen-Karte. Wer hat's mal wieder gedacht? Wir sind wieder am Start. Und wir haben in der letzten Folge für 800 € uns hier einmal einen Anhänger Mist gekauft. 15.000 Liter Dünger für nur 890 €. Jetzt mach dasselbe mal mit Kunstdünger. Bist du bestimmt locker 10.000 los, wenn nicht sogar mehr. Und ich finde das auf jeden Fall eine gute Lösung. Und das machen wir jetzt auch. Wir werden wahrscheinlich heute noch zwei Touren fahren mit dem Bulldog. Beziehungsweise vielleicht doch nicht, weil der LKW heute fertig wird oben. Die Agergrasernte ist jetzt gleich abgeschlossen. Der ist jetzt in den letzten Metern zugange, der Drescher. Das heißt, wir könnten da rückbauen, also ne, abhängen. Dann können wir mit dem LKW runterfahren. Dann würde ich schnell zwei, drei Touren Mist fahren mit dem LKW und mit dem Anhänger. Und dann würde ich mich darum kümmern, dass wir ein Maisgebiss bekommen. Und wir dann Mais dreschen können. Genau, das ist der Plan. Ungefähr. So, das fahren wir jetzt aber erstmal in unsere neue Schüttgutbox, die wir ja letzte Folge gebaut haben. Ja, der Mulcher ist hier noch zugange. Der ist jetzt aber auch tatsächlich gleich fertig. Das ist auch nicht schlecht. Genau, und das ist hier unsere Schüttgutbox, der ist schön groß. Da müssen wir ein bisschen aufs Feld fahren. Ist jetzt, wenn es abgeerntet ist, natürlich nicht schlimm. Aber wenn was drauf wächst, wäre es nicht so geil. Da müssen wir ein bisschen mehr rumrangieren. Dann geht es auch. Genau, und da werden wir jetzt einfach mal ein paar Touren Mist reinfahren. Die brauchen wir jetzt, weil wir eben einiges an Mist fahren müssen. Und einiges an Mist fahren müssen. Und dann haben wir hier ein sauberes Lager. So, aber der Drescher ist wie gesagt fertig. Also das heißt, wir werden nicht nochmal mit dem Bulldog fahren, sondern wir werden die nächste Runde schön mit dem LKW fahren. Das heißt, wir hängen ab, dann kümmern wir uns oben schnell um das Ding LKW und dann passt es. Das heißt, den brauchen wir eigentlich jetzt gerade nicht. Den brauchen wir erst wieder zum Mist laden, weil der nächste Step wäre dann Mist hier auf die 11 fahren. Das heißt, den können wir dann mal hier hinstellen. Perfekt. So, der macht auch fertig. Wir kümmern uns erstmal da drum. Das heißt, den Drescher lassen wir oben erstmal stehen, bis wir das Thema mit dem Mist abgehakt haben. Und dann kümmern wir uns ums Maisfahren und dann machen wir alles andere. Ums Maisdreschen. Und dann machen wir alles andere. Also sprich, Mist, Heu, Bodenbearbeitung und. So. Dann können wir das Schneidwerk abhängen, heimfahren und auf die Waschplatte stellen. Das brauchen wir nicht mehr. Dieses Jahr, das war die letzte Agergrasernte und das Maisgebiss leimern wir aus. So. Den lassen wir wie gesagt hier erstmal stehen. Mit dem müssen wir dann zum Händler runter und das Maisgebiss holen. Genau. Und genau, das Agergras, was jetzt hier ist, das fahren wir erstmal ins Silo.
So, dann fahren wir ein bisschen Trucker. Dann machen wir ein bisschen. Ja, fahren wir den Trucker. Dann Trucker mal ein bisschen. Ich denke, ganz so viel werden wir dann tatsächlich nicht mehr schaffen. Wenn wir da, wie gesagt, also zwei Touren möchte ich mindestens fahren. Also. Und dann mehr werden wir dann heute auch nicht mehr machen. Das heißt, nächste Woche ist dann erste Stelle Maisdreschen, zweite Stelle Mist fahren. Auf der 11, dritte Stelle Stroh, Heu und dann oben, ja. Gut, dann ist der Plan eigentlich soweit fix erstmal. Würde ich sagen. Oh, shit. Das hätte jetzt auch richtig in die Hose gehen können. Gut, aber Plan steht. Ziehen wir so durch. Mulcher ist auch fertig. Der bleibt jetzt erstmal stehen. Da machen wir jetzt gar nichts. So. So, Schmeidewerk direkt einmal auf die Waschplatte. Dann einmal abhängen, abkippen. Gott, braucht er ewig. Und dann Farmer Mist. Zwei Touren Minimum. Mehr werden wir auch nicht schaffen. Ich zweifle auch daran, dass wir zwei schaffen, sage ich. Vor allem, wenn der so ultra langsam hier am Machen ist. So, Anhänger hängt. Und dann Jalla Abfahrt. Ab zum Misthaufen. Dann holen wir die erste Tour. Das Problem ist, das B- und Entladen dauert ewig. Das ist gar nicht die Fahrerei. Die dauert gar nicht so lang. Vor allem mit dem LKW nicht. Aber die. Das Auf- und Abkippen. Auf- und Abkippen. Das Auf- und Abladen. Das dauert. Naja, schauen wir mal. Also ich hoffe, wir schaffen zwei. Wenn wir nur eine schaffen, dann ist es so. Während er jetzt lädt, können wir trotzdem schon mal den hier runterfahren wieder. Abhängen und an Miststreuer hängen. Und wir können ja auch während er lädt schon den Drescher zum Händler runterfahren. Dann haben wir das auch schon mal erledigt wenigstens und stehen dann jetzt sinnlos rum. Den Mulcher brauchen wir auf jeden Fall nochmal, wenn wir das Maisfeld mulchen. Und keine Ahnung, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Oh, der erste Kipper ist voll. Dann fahren wir da gleich mal 1,30 Meter. Oh shit. 30.000 und 15 sind dann auch 45. Das ist also ähnlich viel wie in den Fortuna ging. So, setzen wir den auch schon mal um.
zum Händler. Und danach fahren wir die zwei Touren fertig. Ist ja zwar schon voll, aber jetzt fahren wir das Ding ja runter. Jetzt haben wir schon angefangen. Naja, wird die zweite Tour sehr knapp bis nicht machbar. Weil wir müssen auch pünktlich Schluss machen, weil wie gesagt um 13 Uhr startet der Stream. Und oben rechts, wir haben 12:54 Uhr. Das heißt, ich komme auf jeden Fall zu spät zum Stream, aber und wir schaffen, also es ist einfach ein Minusgeschäft, zu spät zum Stream und nur eine Tour. Egal. Hätte ich gestern aufgenommen, dann wäre heute alles easier gewesen. Wir hätten noch ein Stück eher streamen anfangen können. Aber ich musste ja gestern, und ich wollte ja gestern Minecraft spielen. Deswegen keine Aufnahme. Ich habe ein Video habe ich aufgenommen gestern, Storage Hustler. Und ich habe Minecraft und Storage Hustler hochgeladen gestern. Ich habe nicht ganz gar nichts gemacht. Ups. Aber ich habe eigentlich quasi gar nichts gemacht. Aber freu dich auf die Storage Hustler Folge, die wird gut. Ist eine schöne Folge geworden. So, dann brauchen wir den. Da, 45. Liftachse ist auch unten. Und dann fahren wir mal los. Müssen bloß die große Runde fahren, sonst kommen wir nicht raus. Aber ist trotzdem, auch wenn der Anhänger nicht zum LKW passt, ist trotzdem ein schönes Gespann, finde ich. Das ist so halt einfach so ein typisches. Ich habe mir irgendeinen alten LKW gekauft, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Habe aber noch einen geilen Anhänger und der muss jetzt einfach da hinten dran. So sieht das Gespann aus. Warum fährt er denn nicht weiter? Aber der Ding, der hat auf jeden Fall Leistung, ne? Also ich merke zwar, dass ich beladen bin. Aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht vom Arsch wegkommt. Er zieht richtig geil. Schöner LKW, fällt mir echt gut. Soundtechnisch ist er auch gut. Ich weiß nicht, ob ihr so viel hört, weil er ein bisschen leise ist und ich jetzt auch den Sound ein bisschen leiser habe. Aber ist trotzdem stabiler LKW. So, jetzt schauen wir, dass wir noch abkippen. Und dann ist die Folge auch zu Ende. Was haben wir dann drin? In der Box haben wir dann 60k. Gut, das ist viel. Das ist auf jeden Fall nicht genug, aber ist auf jeden Fall viel. Wir fahren aber trotzdem noch eine zweite Tour. Die fahren wir trotzdem noch. Also nicht heute, sondern in der nächsten Folge. Wir fahren, bevor wir weitermachen, noch eine zweite Tour. So, jetzt fahren wir ein bisschen rein. Bisschen steil hoch. Nicht ins Feld. Okay, sind ein bisschen ins Feld gefahren. Ja. Ah, wir hätten es fast perfekt geschafft. Können den noch mit Gewalt bis in den Haufen reinprügeln, den Anhänger. Jetzt kein Problem mit. Ja. Ein bisschen aufpassen, dass er nicht umkippt. Weil hier kippt er schon schneller. Ich glaube, der LKW hat wegen mehr Hydraulikleistung. Falls es einen Unterschied machen sollte.
So. Jetzt halt einmal abkippen, abkoppeln. Er rutscht wegen der Anhänger. Und dann? Alter, da raucht der dunkelschwarz. Ist es geil. Und dann kippt man den LKW noch ab und dann ist hier Feierabend. Stream startet in einer Minute. So, der braucht jetzt trotzdem eine Menge, ist sau schwer. Und können sie ja dann auch wegen hochschieben, das Ganze. Mit dem Frontlader. Da müssen wir das lang ziehen. So. El Perfecto abgekippt ist. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Nächste Woche geht's weiter. Und bis dahin, peace out und ciao.